Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier Fanpost. Fanpost von Freddy. Die klebt irgendwie an einer Seite. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Warum klebt die? Ich vermute mal, der Paketbote hat was Klebriges daneben stehen gehabt. Warum auch immer. Wir schauen mal rein. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Oh, Freddy meint es wieder sehr gut mit mir. Ach, Freddy, du bist echt zu gut. Das ist echt krass. Schau mal. Oh, Freddy, das kannst du nicht machen, ey. Das ist too much. Das ist too much. Wir haben hier The Shining Rock Candies. Ihr wisst ja, Rock Candies liebe ich. Ich habe ziemlich alle, glaube ich, inzwischen. Na, nicht alle. Es gibt ein paar, die ich nicht habe. Aber ich habe eine ganze, ganze Menge Rock Candies. Und das sind hier die Grady Twins von The Shining. Ihr kennt den Film vielleicht auch. Ja? Kennt ihr? Ja? Mit dem kleinen Jungen hier, der immer mit seinem Finger redet. Der hat nämlich das Shining. Ja, und wer das Shining hat, der sieht in Hotels nicht nur diesen komischen Teppich, den man hier auf der Rückseite sieht, ne, sondern auch diese beiden Mädels. Und das ist ein New York Comic Con Fall Exclusive von 2018. Also ist schon ziemlich geil. Das ist was ziemlich Krasses. Na, und jeder weiß, ich stehe auf Horror. Und die beiden sehen echt cool aus. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich angenehm überrascht, wie gut die doch aussehen. Ne? Witzigerweise, wenn ihr mal schaut, hier auf der Rückseite, auf den Glamshot, da schauen sie sehr bedrohlich und hier gucken sie ein bisschen belämmert, oder? Es ist ein bisschen Unterschied, aber cool, finde ich sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Dankeschön, da freue ich mich sehr. So, dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch mehr Verpackungsmaterial und wir haben zweimal Blind Bags für die WWE The Loyal Subjects Figuren. WWE tut gar nicht weh. Die sind, glaube ich, schon mal geöffnet gewesen. Ja, sie sind geöffnet. Na, und ich bin gespannt, ob die auch hier drin sind, die hier draufstehen. Es wirkt etwas, weiß nicht, wirkt etwas schwer und voll. Mal gucken. Freddy macht manchmal so Sachen, da packt er andere Sachen in andere Sachen, damit man... Nein, es sind genau die drin, die drin sein sollen. Mal sehen, wen wir da haben. Ich bin gespannt. Wen haben wir? Na, wen haben wir? Wen haben wir? Wir haben... Oh, da ist sogar ein Gürtel mit dabei. Schaut mal. Da ist sogar ein Gürtel mit dabei. Hier, könnt ihr das sehen? Ich halte ihn natürlich falsch rum, ne? Hier so ein Champions-Gürtel. Das finde ich natürlich cool. Der wird wahrscheinlich bei jedem dabei sein. Hier ist die Checkliste und wir haben... Oh, geil, Brock! Borg Laser! Kinder! Wir haben Borg Laser! Das sind natürlich diese Boxen, ne, wo man nicht sieht, was drin ist. Das ist bei diesen nicht immer so. Es gibt auch welche, da kann man das gut sehen. Brock Lesnar, ey. Welche Rarity hat Brock Lesnar? 2 von 12. Also der ist ziemlich oft drin. Ne, und das ist... Geil, Brock Lesnar, ey. Brock Lesnar finde ich cool. Ja, bei diesen Figuren muss man immer sehr, 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 sehr aufpassen. Die sind leider etwas anfällig. Na, dass da mal Gelenke kaputt brechen oder sonst was, weil die sind an sich voll beweglich. Na, man kann die Arme bewegen. Na, du hast halt hier so Handgelenksbewegung. Du kannst die Beine bewegen. Na, du kannst den ganzen Oberkörper bewegen. Du hast hier Hüftrotation, Kopfrotation, alles, was man braucht bei einer kleinen Actionfigur. Na, und das ist natürlich cool. Brock Lesnar finde ich natürlich ziemlich geil. Ja, The Likeness ist nicht jetzt perfekt, aber wird reichen. Na, ich hoffe, ich kriege ihn irgendwie hingestellt, weil der hat halt die Füße etwas sehr merkwürdig von der Positionierung her. Das ist ein bisschen komisch und man kann sie nicht kippen. Na, da wird man wahrscheinlich die Beine so ein bisschen nach hinten stellen müssen. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob ich den irgendwie hingestellt bekomme. Mal schauen. Also, da muss The Loyal Subjects noch dran arbeiten, dass die Figuren halt dann auch eine vernünftige Standfestigkeit haben. Aber guck mal, der hat ja sogar auf der Rückseite hat er sogar... Le Tattoo. Das ist ziemlich geil. Das gefällt mir gut. Das ist Brock Lesnar, ey. Wen würde ich denn sonst noch gern haben? Also Finn Balor wäre cool. Sting wäre ganz witzig. Die Exclusives wären natürlich oberwitzig. Und der Taker war natürlich super geil. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Vielleicht ist es John Cena, aber den seht ihr dann noch nicht. Es ist... Und auch der hat einen Gürtel dabei und der hat hier den, diesen All-American Championship Gürtel. Keine Ahnung, wie der genau heißt. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein anderer. Ne? Also die haben unterschiedliche Gürtel. Schau mal. Na? Also unterschiedliche Gürtel sind mit dabei. Und es ist... Wer freiwillig seine Geste so macht von wegen, ich habe einen an der Waffe. Ne? Der hat seine Füße auch ein bisschen besser positioniert. Es ist natürlich...
John Cena. Und er hat die, kann die Geste noch nicht mal machen, weil er keine flache Hand hat. John Cena, ja, auch cool. Gefällt mir auch gut. Never give up. John Cena ist schon ganz cool. Gerade jetzt, wo er auch so Filmkarriere und so macht, finde ich, gewinnt er nochmal unheimlich. Und der ist auch echt witzig an sich, der Typ. Und ist ein bisschen... Ich finde es immer interessant, er ist halt so lange Zeit jetzt das Gesicht der WWE gewesen und trotzdem gab es halt unheimlich viele Leute, die ihn scheiße finden. Na, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Aber Cena, das ist schon okay. Das ist schon okay. Brock Lesnar und Cena, das ist natürlich schon mega geil. Also, ja, Borg Laser. Einmal Borg Laser. Muss ich gucken, wie ich den hingestellt bekomme. Also das ist merkwürdig mit den Beinen hier. Vielleicht kann man das noch irgendwie besser hinkriegen, dass der besser steht. Ich weiß es nicht. Da muss man mal gucken. Ne? Aber Cena ist schon, also auch optisch so, vom Gesicht her, eigentlich ganz gut. Das passt. Ne? Die beiden sehen etwas jung aus, finde ich. Etwas kindisch. Aber das ist bei den The Lloyd Subjects Figuren so. Ich finde die toll. Ich mag The Lloyd Subjects Figuren. Ich feiere die. Und von daher, Freddy, vielen Dank. Zwei richtig coole WWE-Figuren, die gefallen mir richtig gut. Die muss ich dann irgendwie zu den anderen dazu schauen, weil da stehen die Masters-Figuren, das passt irgendwie nicht so ganz. Vielleicht stelle ich sie ins Regal daneben, mal schauen. Aber die kommen auf jeden Fall erstmal ins Regal, das ist was Feines. Welcome to Suplex City. Ja. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Lego-Set. Ein Lego-Set. Und das ist Wrecking Ball. He hit me like a wrecking ball. Und da bin ich gar nicht ganz sicher, ob das nicht schon irgendwie in meinem Besitz ist. Denn ich habe noch Lego-Sets an der Seite stehen von Overwatch, die ich bisher noch nicht zusammengebaut habe. Na? Aber selbst wenn ich es schon habe, dann wird es hier auf jeden Fall in der Verpackung verbleiben. Und das andere baue ich dann auf. Und das, ne? Also keine Panik, das ist nicht für umsonst, sondern ich finde ja auch diese Artworks total geil. Na? Das sich so hinzustellen, das ist natürlich auch super. Ihr seht auch da oben irgendwo... Da seht ihr auch irgendwo, da steht hier der Windrider von Masters, von Mega Constructs, den werde ich auch nicht zusammenbauen, ne, wegen dem Artwork. Aber hier, wenn ich den doppelt habe, dann wird er einmal ausgepackt und einmal in der Verpackung gelassen. Ne, das ist auf jeden Fall super. Vielen, vielen Dank, ich freue mich da sehr drüber. Wrecking Ball ist auf jeden Fall super cool und ich weiß, ein paar von euch möchten immer wieder, dass ich Lego-Sets auspacke. Na, und zusammenbaue und Videos dazu mache und an sich möchte ich das auch unheimlich gern, aber ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die sich das nicht gerne anschauen und deswegen ist das momentan ein bisschen schwierig mit den Lego-Videos. Es kommen sicherlich dann wieder welche, ich kann das auch nicht ganz lassen, ich weiß, das ist immer so die Sache, na, das Ding einfach ganz wegzulassen, das ist auch nicht so mein Ding und meine Art, deswegen wird es wahrscheinlich dann zu diesen Sets dann auch noch Unboxings geben. Ja, aber, also was heißt hier Unboxings, Aufbauvideos, ne, das ist dann eben so, ne? Man könnte es auch im Livestream machen, aber das ist überhaupt nicht mein Ding, so live irgendwie sowas aufzubauen, weil erstmal muss ich dann mich hier konzentriert hinsetzen und bauen und da kann ich mit euch nicht so gut kommunizieren, ich kann die Chats da nicht lesen, das geht alleine nicht, deswegen ist das nicht so eine Idee, ne? Das wird dann auch ziemlich langweilig mit der Zeit, von daher wird das wohl auf dem normalen Wege zu einem Video kommen. Also Freddy, du bist echt der Held, wieder mal, vielen, vielen Dank. Das feiere ich total. Ich bin mega begeistert. Ich freue mich tierisch über diese wunderbaren Dinge. Na, ich muss euch das mal hier aufbauen. John Cena steht nicht. Also diese Figuren haben eine Standfestigkeit jenseits von Gut und Böse. Und der wird garantiert nicht stehen. Nö. Und wenn ich den jetzt, ja, dann fällt mir der John Cena auch um. Und wenn ich jetzt weitermache, dann fällt mir hier alles um. So, machen wir das so. Arm in Arm, John Cena und Brock Lesnar. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Finde ich super. Vielen Dank, Freddy. Das ist, du erheiterst mir den Tag in diesen schweren Zeiten momentan wirklich sehr. Das ist kein Witz. Das meine ich wirklich absolut ehrlich. Dankeschön. Ich bin wieder mal sprachlos und muss einmal sagen, dass ich habe einfach eine super tolle Community. Und dafür danke ich euch allen, dass ihr so lieb und so toll seid und mich auf diese Weise so unterstützt. Vielen, vielen Dank. Und dich, Freddy, auf jeden Fall absolut vielen Dank. Du bist einer der treuesten. Und ich weiß gar nicht, was ich dir da... Also ich kann das gar nicht zurückgeben, diese Liebe, die mir hier entgegenkommt. Und das ist auch einfach so, ja. Es ist so. Ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Außer weitermachen hier mit Videos. Na?
Leute, das ist, jetzt kommt wieder dieses Danke, 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 Danke und dann wiederhole ich mich noch 30 Mal und fange fast an zu weinen. Deswegen mache ich jetzt an dieser Stelle einfach mal Schluss. Freddy, ich bin echt begeistert. Lasst Freddy einen Daumen nach oben da für diese wunderbaren Dinge hier und für dieses, für dieses Geschenk an mich. Und ansonsten kennt ihr das Spielchen. Abo, Kommentare, Benachrichtigungsglocke, wieder anschalten. Ich freue mich. Ne? Das hier ist echt wieder mal der Wahnsinn. Ich bin jetzt mal raus und tschüss.